Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Das Wasserstoffabkommen zwischen Deutschland und Kanada ist unterzeichnet. Schon im Jahr 2025 sollen die ersten Lieferungen des klimaneutral hergestellten Stoffes in Deutschland anlanden. Während Kanada Milliarden in die Entwicklung von Technologie und Infrastruktur stecken soll, wolle die Bundesregierung heimische Importeure beim Aufbau eines internationalen Handelskorridors unterstützen. Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Schlüssel für eine klimaneutrale Wirtschaft, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir müssen Klimaschutz entschlossen vorantreiben, um Wohlstand und Freiheit zu sichern. Die Wasserstoffpartnerschaft mit Kanada sei hierfür ein wichtiger Meilenstein. Das munter mutierende SARS-CoV-2-Virus entzieht sich durch die Veränderungen am Spike-Protein immer wieder unserer Immunabwehr. Deshalb suchen Wissenschaftler nach Antikörpern, die auf breiter Fläche gegen sämtliche Varianten wirksam sind, und zwar sowohl gegen aktuelle als auch zukünftig auftauchende Versionen. Einen ersten Erfolg konnte eine Forschungsgruppe am Boston Children's Hospital an der Harvard Medical School vorweisen. Wie sie im Fachjournal Science Immunology schreibt, neutralisierte ihr SP177 getaufter Antikörper in Mausversuchen sämtliche bislang dominanten Corona-Stämme. Der neue Antikörper bindet nicht wie die bisherigen an die Oberfläche des Spike-Proteins, sondern weiter unten auf den Stängeln an. Dort verhindert SP177, dass sich die aufgenommenen Viren in der Zelle vermehren können. Die Forschenden hoffen, dass ihr inzwischen patentierter Antikörper dabei helfen kann, bessere Covid-19-Behandlungen und auch Impfstoffe zu entwickeln. Admins von Industrial Control Systems verschiedener Hersteller sollten die Software baldigst auf den aktuellen Stand bringen. Das sollte vor allem im Bereich von kritischen Infrastrukturen zügig geschehen, da sich sonst Angreifer über teils als kritisch eingestufte Sicherheitslücken Zugang zu Systemen verschaffen könnten. Davor warnt die US-Sicherheitsbehörde Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Die Warnung gilt global, die Systeme kommen weltweit zum Einsatz. Die Gamescom ist zurück in Köln, ganz klassisch als Präsenzveranstaltung. Geoff Keighley eröffnete die Show also wieder vor Live-Publikum. Der Game Awards-Host präsentierte im Rahmen der zweistündigen Opening Night Live Neuankündigungen wie Where Winds Meet oder Moonbreaker von den Subnautica-Machern. Auch zu bekannten Titeln wie Return to Monkey Island gab es Spielszenen und Release-Termine. Alle Infos zu den Neuigkeiten der Gamescom und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.